Aber natürlich kann ich mich erinnern. Da hat sich doch was geändert, meinst du nicht auch? Ja, die Aufbauten sind höher geworden. Ja. Die habe ich sofort gleich erkannt. Ja. So, meine Damen und Herren und die Jugendlichen, kann ich mal was sagen? Bitte um Ruhe. Möchte ich jetzt erstmal gern unseren Bürgermeister, Herr Harten, das Wort überreichen. Naja, also ich halte jetzt keine Rede, keine Befürchtung, denn nicht der Vorsitzende oder ich stehen heute am Vormittag, heute am Mittag im Mittelpunkt, sondern es ist die Bahn mit ihren Loks, mit ihren Zügen und mit all den Dingen, die sonst noch von Bedeutung sind. Dazu zwei grundsätzliche Bemerkungen. Das erste, was ich sagen will, ist, ich finde es sehr gut, wenn Menschen überhaupt über ein Hobby verfügen. Man spricht zu Recht davon, wer ein Hobby hat und dieses Hobby mit Vergnügen ausübt, der hat ein höheres Innenleben als einer, der über derartiges nicht verfügt. Der Spaß an der Sache, die Freude, Historisches aufzuarbeiten, Vergnügliches damit auch zu verknüpfen, andere Leute zu begeistern, das ist etwas, was jeder, der ein Hobby hat, egal welcher Art, und ihr mit den Zügen, mit den Loks und mit den Bahnhöfen sowieso, die sind irgendwo reicher im Inneren. Das ist das Erste. Das Zweite, jetzt muss ich etwas Grundsätzliches doch anfangen zu sagen, ist, nach meinem Dafürhalten müsste, wenn wir einen noch wie auch immer gearteten neuen Bahnhof bekommen, wie er auch aussehen wird, wann er auch kommt, aber wenn er denn da ist, müsste so eine schöne Ausstellung modelleisenbahnmäßig vernünftig integriert werden. Denn viele Leute, die eine Dreiviertelstunde aus welchem Grund noch immer warten müssen, die würden den Weg gerne in eine solche Ausstellung finden, würden sich vergnüglich daran ergötzen und das käme insgesamt, dem, was wir als Nostalgie empfinden, entgegen. Und das hat ja auch Auswirkungen in der Sympathie in die Gegenwart hinein. Naja, und jetzt komme ich zum Schlussakkord meiner kurzen Ansprache. Da ist es so, das können diejenigen, egal ob ganz jung, und junge Mädchen sind auch schon dabei, die sich für Modelleisenbahn interessieren. Klasse, super. Wenn ich mich so erinnere an die Zeit, so bei 45 herum, wo es ganz knapp war mit den Energieträgern für die Eisenbahn, aber die Pünktlichkeit war damals erheblich besser, als es heute der Fall ist. Und ich glaube, die derzeitigen Matadoren an der Spitze oder mittlere Management könnten viel von dem aufnehmen, was ihr modellmäßig hier oder da als vernünftig erachtet, damit insgesamt die Deutsche Bundesbahn wieder das Image erhält, was sie früher mal in der Vergangenheit hatte, nämlich Garant für ordentliche, für saubere Fahrten und für Pünktlichkeit ist. Ja, meine Damen und Herren, liebe jungen Freunde, habt Freude, habt Spaß an dem, was heute geboten wird und euch hoffentlich einen schönen Platz in einem neuen Bahnhof in unserer Stadt Cuxhaven. Dankeschön. Ja. Der muss der Vorsitzende aber rein. Ja, alle zusammen. So. Genau. Na, hast du es gut drauf gelegt? Siehst du, mit der Mütze, das muss doch sein, ne? Das muss. Habt ihr Verständnis dafür? Ja, das sieht aber gut aus. Richtig. Was? Wenn man hier auf den Knopf, das losgeht. Und dann geht's los. Drücken wir erst aufs Knöpfchen. Ach, muss ich auch nochmal. Ja, also losgeht hier. Zu empfehlen ist dieser Knopf, einfach Kippschalter nach oben.
Achtung, fertig, Start. Gut, Signal ist auf Fahrt. Jetzt hat der Aufsichtsbeamte noch seine Kelle. Ja, sicher. Beiträge müssen sein, weil wir ja auch Ausgaben haben. Und beim Analogen wird man die Farbe absehen, ist die Belastung weg. Alles klar, diese Idee. Heute Nachmittag aber trotzdem. Ja. Da will ich auch einigermaßen glücklich, wenn das sein. Na gut, okay. Ja, guck mal, da kommt das. War das natürlich doch. Das ist ja ein paar Tage. Ja. Die Stadt heißt zwar Wendelheim. Da ist immer der Wagen gekommen, mussten wir früher die Fischwagen runtergeholt werden. Ja, aber es ist noch mehr als Nee, nicht mehr. Wir nehmen auch hier schon andere Fische raus. So, für die Kinder in Gleis 9 fängt gerade der Sonne. Der muss aber auch nach Gleis 9 nach. So, für die Kinder, ne? Alles klar. Ja, 2006 bis da oben steht. Das ist ja wieder mal. Man kann das auch. Wie auch da war Betriebswerk auch anmalen. Okay. Sie können sich was rausnehmen.
Nur der vorne, der die Fahrdienstleiter. So schön, wenn ich mit dem Fahrdienstleiter spreche. Ja, dann kommt die Fahrdienstleiter. Dankeschön. Tschüss. Der Hund auch wieder. Der Hund auch wieder. Wir können da weitergehen. Marco, komm bei dir zurück. Nee, da geht. Lieber hier. Das ist so eng. Das wollte man nicht schauen. Ja, Kein Interesse? Ja, dann komm.